Hallo, meine Lieben, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich sitze hier wieder bei uns in der Küchenecke und viele werden wahrscheinlich schon wissen, was es damit auf sich hat. Oft, wenn ich hier sitze, rede ich ja so ein bisschen unbeschwert und einfach stumpf heraus über Sachen, die mich halt momentan in meinem Leben beschäftigen. Das hier ist wie so ein kleines Live-Update und gleichzeitig halt der Real Talk in Anführungszeichen, den sich viele zum Thema Selbstbewusstsein und Selbstfindung gewünscht hatten. Und ich habe mir halt gedacht, das ist am coolsten, wenn ich das so gestalte, ohne mir da jetzt irgendwie großartig Gedanken drüber zu machen, sondern halt einfach unverblümt, als ob ich hier mit meiner besten Freundin sitzen würde und mich halt darüber unterhalte. Ja, ich bin so ein bisschen aufgeregt, dieses Thema zu adressieren, weil ich halt immer der Überzeugung bin, dass einem Worte oft schnell im Mund rumgedreht werden können, wenn es halt nicht das ist, was viele Leute von einem erwarten, beziehungsweise nicht das ist, was sie hören wollen. Und ich werde in diesem Video euch nicht erzählen, dass Selbstbewusstsein super einfach ist und alles toll und dass mir die Sonne aus dem Arsch scheint. Das wird nicht der Fall sein. Und ich wollte so ein bisschen weiter ausholen, weil ich halt der Überzeugung bin, dass gerade hier auf YouTube oder im Social Media Bereich sowas oft als sehr einfach dargestellt wird. So von wegen, finde einfach zu dir selbst und alles wird cool. Aber ich bin halt nicht der Überzeugung, dass das Ganze so einfach ist, wie halt dargestellt ist. Und der Grund, warum das halt wahrscheinlich von vielen Leuten so dargestellt wird, by the way, ich pisse mit diesem Video hier niemanden ans Bein, sondern das ist einfach nur meine Wahrnehmung, die ich halt mit euch teile. Und das ist meiner Meinung nach der Grund, dass früher auf YouTube das Ganze wie so eine Plattform war für Außenseiter. Also früher, als ich mit YouTube angefangen habe, 2008, war das mega komisch, so wie du machst YouTube-Videos, der Wasserhahn tropft. Ja, Jelena, off topic mal wieder. Wieso lasse ich mich eigentlich so schnell ablenken? Keine Ahnung. Ich hatte das Thema neulich in einem Instagram-Livestream auch schon angesprochen und da habe ich halt gesagt, dass das Ganze damals eher komisch war, wenn man sowas macht. Mittlerweile sagen, glaube ich, gefühlt ein Drittel der Grundschüler, was willst du später mal werden? Ja, YouTuber. So, mittlerweile ist es cool. Mittlerweile hat es den Weg in die Allgemeinheit geschafft und es ist mehr oder weniger akzeptiert. Klar, es gibt immer noch viele Vorurteile zum Thema YouTuber und all den Mist, der das Ganze halt so ein bisschen umgibt. Aber im Allgemeinen ist es nicht mehr komisch, YouTube zu machen oder sein Leben mit der Allgemeinheit und der Öffentlichkeit zu teilen. Und das Problem an dem Ganzen ist halt, dass halt mehr Leute YouTube machen. So, okay, jetzt kommen wir zu dem Part, wo ich glaube, halt viele Leute können das falsch interpretieren. Und der Grund, warum ich so weit aushole, es wird gleich alles Sinn machen, bleibt einfach dran. Und zwar, früher waren die Freaks auf YouTube. Alle, die, sag ich mal, nicht wirklich Freunde im echten Leben hatten oder nicht wirklich sich verstanden gefühlt haben oder anders waren oder halt, ja, sich nicht irgendwie als Teil einer Gruppe gefühlt haben, sind zu YouTube gegangen, in der Hoffnung, so war es zumindest auch bei mir, Gleichgesinnte zu finden, denen es ähnlich geht, die auch irgendwie anders sind, weil man in seinem direkten, echten Leben im Umfeld niemanden hatte, der so war wie man selber. Und im Internet war halt einfach die Chance größer, Gleichgesinnte zu finden und gehört zu werden. Und da muss ich halt einfach sagen, das hat mir damals unglaublich viel Kraft gegeben. Ich habe 2008 auch schon Videos darüber gemacht, wie ich mich fühle, wie ich empfinde, was meine Probleme sind, dass ich mich zwischendurch allein fühle, dass ich das Gefühl habe, niemand versteht mich. Und viele Leute, die in der Zeit halt angefangen haben, YouTube-Videos zu machen, sind unglaublich durch die Decke gegangen und sehr, sehr erfolgreich geworden und haben jetzt eine riesengroße Plattform. Ich bin unglaublich dankbar für Team Jelena und für die über 230.000 Menschen, die wir mittlerweile sind. Aber ich glaube, der Grund, warum wir als Community noch nicht so groß sind wie andere Leute, die zu der Zeit angefangen haben, war halt einfach, dass ich es nicht richtig durchgezogen habe. Aus Angst. Ich habe das Gehör, was ich mir damals gewünscht habe zu finden, nur bedingt gefunden. Und als ich es gefunden habe und als es Leute auf einmal gab, die gesagt haben, oh mein Gott, ich fühle mich ähnlich wie du, war ich davon abgeschreckt, weil ich denn doch nicht wieder, wie so oft, als Freak oder als komisch oder als Schwuchtel oder als Transe oder als bist du ein Junge oder bist du ein Mädchen abgestempelt werden wollte.
Und genau das ist das Problem, weil ab dem Zeitpunkt, wo man Leute findet, die bei einem sind und für einen da sind, ist man oft denn trotzdem so krass mit seinen Ängsten und Befürchtungen konfrontiert, dass man dann doch wieder einen Rückzieher macht, anstatt zu sagen, nee, das ist okay und jetzt habe ich endlich jemanden, der mich unterstützt, jetzt muss ich mich nicht wieder verstecken. Aber genau das habe ich damals gemacht und das ist, glaube ich, auch ein Grund, warum es mir zu der Zeit nicht wirklich gut ging und warum ich immer wieder gesagt habe, ich fühle mich so alleine. Weil ich einfach gedacht habe, niemand kann und wird mich verstehen. So, ich war mir damals noch nicht wirklich zu 100% selber bewusst, dass ich transgender bin, sondern es war eher ein, ja, das ist in meiner Seele drin, aber das ist eh so unrealistisch und ich werde das niemals erreichen, so wie ich mich in meinem Kopf sehe, auch tatsächlich mein Leben leben zu können. Diese Option bestand für mich nicht, weil ich einfach gedacht habe, es ist nicht möglich. 2009, 10 habe ich dann halt aber langsam, aber sicher immer mehr gemerkt, es ist doch möglich und im Laufe der kommenden Jahre, so 2011, 2012, wurde es halt immer mehr und ich habe immer wieder gemerkt, nee, ganz ehrlich, es gibt Menschen, die schaffen das und es hat für mich halt unglaublich lange gedauert, das hier wird gerade so ein bisschen Coming-out-Story auch inklusive mit drin, weil das halt auch viel mit meinem Selbstwertgefühl und Selbstbewusstsein zu tun hat. Ich habe mich nicht als wertvoll gesehen, ich habe mich nicht als irgendwas gesehen, was zu gewissem Maße liebenswert wäre. So, ich habe gedacht, ich hätte das nicht verdient, weil ich halt anders bin. Und zu der Zeit war es halt schwierig für mich einzusehen, dass man auch unter anderen Voraussetzungen das Recht darauf hat, geliebt zu werden. Und ja, lange Rede, kurzer Sinn. Für mich hat es unglaublich viel damit zu tun gehabt, dass ich damals wie so eine To-Do oder so eine Checkliste im Kopf hatte. Das muss ich machen, das muss ich machen, die OP muss ich haben, die Haarfarbe muss ich haben, das muss ich alles an mir verändern, um endlich glücklich zu sein. So, ich war mir hundertprozentig sicher, sobald ich das alles gemacht habe, bin ich glücklich. Oder wenn ich mehr Geld hätte, wäre ich glücklich. Oder wenn ich einen anderen Job hätte, wäre ich glücklich. Oder wenn ich das und das nicht studieren würde, dann wäre ich glücklich. Wenn ich endlich auch ein Popstar wäre. By the way, das wollte ich schon immer werden. Ich wollte immer Popstar werden. Obwohl ich nicht wirklich gut singen kann. Es macht mir halt einfach Spaß. Und ich habe einfach gedacht, sobald ich all diese Kriterien erfüllt habe, dann wäre ich glücklich. Aber vorher nicht. Vorher habe ich das gar nicht in Erwägung gezogen, überhaupt das Recht darauf zu verspüren, glücklich sein zu dürfen. Weil ich gedacht habe, okay, ich habe für mich eingesehen, ich bin transgender. Aber wenn ich dem Bild, was andere Leute von mir haben, nicht entspreche, dann habe ich kein Recht darauf, zufrieden zu sein. Ich habe mich so krass davon manipulieren lassen und das hat nicht nur was mit Trans zu tun, allgemein gar nicht, oder mit anderen Sexualitäten, sondern das gilt für alles. Wenn ihr das Gefühl habt, ihr wärt gerne ein erfolgreicher Fußballspieler, dann habt ihr doch im Kopf, was sind Charakteristiken, die andere erfolgreiche Fußballspieler haben. Die spielen zum Beispiel vielleicht in der ersten Bundesliga oder haben eine hübsche Frau als Spielerfrau oder, keine Ahnung, machen Werbung für Coca-Cola. By the way, keine Produktplatzierung hier. Ich habe mittlerweile das Gefühl, man muss ja alles dazu sagen. Schwieriges Thema. Aber das sind so Punkte, die ihr für euch habt. Und ihr denkt euch, erst wenn ihr das habt, dann seid ihr Fußballspieler erfolgreich und Leute sehen euch auch als das. Und dieses, wie andere Leute euch sehen, ist ein unglaublich wichtiger Aspekt, vielleicht für Transmenschen noch mehr als in anderen Hinsichten, weil es ja darum geht, wie man als Mensch wahrgenommen wird. Und das mehr als nur Image oder Erfolg oder sowas, das gibt es in dem Zusammenhang ja gar nicht richtig, sondern es hat eher was damit zu tun, wie kann ich meinen Alltag bestreiten. Und ich muss tatsächlich sagen, dass ich jetzt im Laufe meiner Transition, also in dem Prozess meiner Selbstverwirklichung, ja, eigentlich alles abgehakt habe, was ich immer wollte. So, ich bin sehr zufrieden und sehr glücklich und ich hatte so viele Operationen und habe sehr viel, sag ich mal, mit mir selber gekämpft und habe das auch durchgezogen. Und ich habe endlich die langen blonden Haare, die ich schon immer haben wollte. Ich habe mittlerweile die Skills und das Wissen, mich schön nach meinem Empfinden von Make-up zu schminken. Ich habe Brüste. So, ich bin
glücklich, dachte ich. Aber jetzt kommen wir zu einem Punkt und ich möchte damit gar keinem irgendwie die Hoffnung nehmen. Sorry, Nase. Aber ich finde es halt wichtig, dass man sich bewusst macht, all das, was man damals dachte, wären die essentiellen Checkpunkte auf der To-Do-Liste, das ist nicht alles. So, da ist noch mehr in der Tiefe drunter. Und es kommen halt im Laufe der Zeit vielleicht Sachen, die man abhaken kann, aber es kommen auch neue Herausforderungen dazu. Und damit habe ich, um ehrlich zu sein, nicht gerechnet. Ich hatte in meiner Jugend unglaublich Probleme mit meinem Gewicht. Ich war immer so das Mobskind. So, und oft haben mir das Leute vorgehalten, so von wegen, oh, mach doch mal mehr Sport, mach doch mal mehr dies und das, obwohl ich schon 6 Tage die Woche Tennis, Tanzen, Leichtathletik, Turnen, allen Mist gemacht habe. Aber ich war nie wirklich dünn. Und als ich einen Schüleraustausch in den USA gemacht habe und mit über 100 Kilo wieder nach Deutschland kam, da hatte ich halt komplett den Stempel weg. Ich war einfach nur damals in dem Alter, ich war 16 ungefähr, ich war für alle nur fett. Es war nicht mehr dick. Alle Leute haben gesagt, oh Gott, siehst du das? So fett, schlimm. Und dass das allgemein, dass es so negativ konnotiert ist, finde ich halt schwierig. Und ich habe dann halt für mich realisiert, nee, so möchte ich nicht gesehen werden. Und ich habe halt alles dafür getan, um abzunehmen. Und ich habe damals in knapp 6 Monaten um die 30 Kilo abgenommen und war wieder bei um die 70 und ich hatte ein klar definiertes Sixpack und wenn ich den Bauch so ein bisschen eingezogen habe, konnte man meine Rippen sehen und ich war dünn und nach meinem Empfinden super hot. Und dementsprechend weiß ich, dass ich theoretisch abnehmen kann, aber Gewicht ist momentan für mich ein Thema, was mich unglaublich belastet, weil ich einfach denke, ja, ich habe jetzt so viel erreicht, was ich eigentlich in meiner To-Do-Liste abhaken wollte, aber dafür habe ich jetzt ein Problem, was ich vorher nicht hatte und das ist einfach, dass ich durch meine Hormontherapie, die ich ja bis zum Ende meines Lebens machen muss, ich werde bis zum Ende meines Lebens Tabletten schlucken müssen, weil ich niemals eigenes Östrogen produzieren werden kann. Östrogen wird durch die Gebärmutter produziert, klar minimal auch irgendwie durch andere innere so Nebenorgane, die das absprühen. Aber das werde ich niemals zu dem Maße haben. Das heißt, ich werde bis zum Ende meines Lebens künstlich diese Hormone nehmen müssen. Und ich denke, das kennen viele Mädels, die das auch mit der Pille haben. Das ist nicht exakt das gleiche, aber es ist ähnlich und vergleichbar. Dass es dann erstmal ordentlich Gewicht dazukommt. Und dass es für mich nicht mehr so einfach ist, Gewicht abzunehmen wie vorher. Und ich finde, das zeigt einem halt einfach, dass man seine eigentliche Happiness und sein Zufriedenheitsgefühl nicht ausschließlich von irgendeiner To-Do-Liste abhaken soll oder festmachen kann. Und ich weiß, dass ich da definitiv nicht alleine bin, dass so viele von euch mir schon geschrieben haben, so, oh mein Gott, ich wünschte, ich hätte das oder das, irgendwelche materiellen Dinge. Oder ich wünschte, ich könnte das an meinem Aussehen ändern. Wenn ich das ändere, dann bin ich zufrieden. Aber nein, es ist ein... Ich kann es euch aus eigener Erfahrung sagen, ich dachte, dass wenn ich jetzt jemals an diesem Punkt sein würde, was ich erstens schon niemals gedacht habe, dass ich jemals hier sein würde, aber ich habe trotzdem gedacht, wenn ich hier jemals wäre, dann wäre ich der glücklichste Mensch der Welt. Bin ich nicht. Und das ist so doof, sowas zu sagen. Und ich habe Angst, dass es jetzt so mir rumgedreht wird von wegen, oh mein Gott, du nimmst mir voll den Mut. So, wofür soll ich überhaupt noch kämpfen? Wofür soll ich weitermachen? Und ich möchte auf gar keinen Fall jemanden triggern. Aber ich möchte einfach, dass ihr das probiert umzudrehen. Und ich wünschte, ich könnte mir das selber meinem 15, 14 Jahre alten Ich sagen, fang erstmal mit dir in der Tiefe an. Das klingt so blöd, aber oh Gott, ich möchte heute nicht emotional werden. Jedes Mal, wenn ich hier sitze, fange ich an zu heulen. Aber nein, aber das ist einfach ein sehr emotionales Thema für mich und ich weiß, dass von euren Nachrichten, dass ich damit nicht alleine bin und dass viele von euch das wahrscheinlich nachvollziehen können. Und falls, auch wenn nicht, das ist gar nicht schlimm, aber ich möchte einfach, dass ihr für euch versteht, fangt an, euch als Mensch zu sehen. Achtet nicht nur auf eure äußere Hülle oder an irgendwelche optischen Sachen, wo ihr sagt, oh, das muss besser sein und ich muss dünner sein und ich brauche größere Brüste oder ich brauche kleinere Brüste oder ich habe ein breites Kreuz oder
Scheiße, ich hasse meine Körperbehaarung und ich komme nicht gegen den Kampf dagegen an. Oder oh, ich wünschte, ich hätte eine kleinere oder geradere Nase. Oder meine Lippen sollen dicker sein. Oder ich habe abstehende Ohren. Oder was es auch immer ist. Das könnt ihr ändern und das macht unglaublich viel mit euch. Und es wird euch natürlich damit auch im ersten Moment besser gehen. Aber das ist oft, das ist ein dummes Beispiel. Aber wenn ihr zum Beispiel in eurem Job befördert werdet und vorher, keine Ahnung, 1000 Euro netto verdient und danach bekommt ihr eine Gehaltserhöhung und habt danach 1250 Euro netto. Denn die ersten Monate merkt ihr das noch und seid, wow, cool, hier, Runde geht auf mich oder hier, neue Hose ist drin, die normalerweise nicht drin gewesen wäre. Aber nach ein paar Monaten ist das euer neuer Standard geworden und mit dem, was ihr habt, seid ihr dann wieder unzufrieden. Und das ist eine ganz dumme Angewohnheit und das betrifft alles. Ich hätte damals gedacht, oh mein Gott, sobald ich mit meiner Gesichts-OP fertig bin, bin ich zu 100% zufrieden, mein Gesicht wird richtig toll aussehen, fertig. Nee, jetzt wo alles abgeheilt ist und mein Gesicht endlich so aussieht, wie ich es mir immer gewünscht habe und dass ich endlich optisch als Frau wahrgenommen werde, kommen neue Probleme dazu und ich fange an, mit meiner blöden Textur in der Haut rumzumeckern und denke, oh mein Gott, ich habe die schlimmsten Krater und die Mondlandschaft im Gesicht, die man sich nur vorstellen kann. Und das ist so doof, weil ich denke mir, eigentlich muss man zwischendurch mal zurückgucken. Alle sagen immer, ich gucke niemals zurück, nur um meine Hater zu sehen oder sonst ein Shit. Nee, zwischendurch muss man zurückgucken und sich mal vor Augen halten, was für einen langen Weg, was für einen weiten Weg und wie viele Hindernisse man schon überkommen hat, so nach dem Motto, bewerte nicht nur den Moment jetzt, sondern bewerte auch mal, wo du herkommst und unter was für Umständen du alles in deinem Leben schon erreicht hast. Nochmal auf das Beispiel mit dem Fußballspieler zurück. Vielleicht bist du schon in der zweiten Liga und hast dich schon hochgearbeitet und bist glücklich in deiner Beziehung und was auch immer alles für dich persönlich dazugehört, was deine Punkte sind und du denkst dir, oh scheiße, ich bin nur in der zweiten Liga. Kacke, mein Ziel war doch in die erste zu kommen. Aber dann überleg dir doch mal, wo hast du angefangen? Wo war der erste Fußballplatz, wo du das erste Mal trainiert hast? So, hättest du damals gedacht, dass du es wirklich schaffst? Und guck mal, wie weit du jetzt schon gekommen bist. Fang nicht an, auf dem hohen Niveau, auf das du schon gekommen bist, wieder nach Problemen zu suchen. Und ich weiß nicht, ob das eine Eigenschaft ist, die alle Menschen haben, aber dass man immer nach Problemen sucht, anstatt sich über seine Erfolge und alles, was man schon erreicht hat, zu freuen. Ich weiß es wirklich nicht. Und das ist für mich aber was, was ich auf jeden Fall anfangen werde, mir selber vor Augen zu halten, dass ich stolz auf mich sein kann und dass ich schon einiges geschafft habe und dass ich das nicht aus den Augen verliere. Und das heißt nicht, dass ich jetzt jeden Tag so dankbar für alles sein muss und immer an meine Vergangenheit zurückdenken muss. Aber nee, in Momenten, wo es mir schlecht geht, muss man mit ein bisschen realistischerem Weltblick, sag ich mal, auch mal auf die Umstände gucken. Und natürlich, ich möchte jetzt nicht wieder das Beispiel anfangen, dass es immer Menschen gibt, denen es schlechter geht als einem selber, aber irgendwo steckt da ganz schön viel Wahrheit dahinter. So, weiß ich nicht, was das für Probleme sind, über die ich mich ärgere. Oh mein Gott, meine Hauttextur. Es gibt Leute, die sind sterbenskrank. So, und das sind Probleme, mit denen ich mich persönlich in meiner Lage momentan nicht auseinandersetzen muss, weil ich bin gesund. Aber ich möchte nicht, dass es erst dazu kommt, dass mir das bewusst wird, falls etwas Schlimmes in meinem Leben passiert. Deswegen, Thema Selbstwahrnehmung. Guckt in den Spiegel und schaut, was ihr schon alles erreicht habt. Wenn ihr das Gefühl habt, alles ist scheiße, ihr habt Akne oder ihr seid so krass übergewichtig und unzufrieden damit oder ihr habt kreisrunden Haarausfall oder was auch immer, dann schaut doch mal auf alles das, was eigentlich ganz gut ist. So, es wird ja nicht immer alles scheiße sein. Selbst in Zeiten, wo ich mit meiner Transition noch gar nicht angefangen habe und über 100 Kilo gewogen habe und dachte, ich sei der hässlichste Mensch der Welt, ich hatte immer noch Sachen, die ich an mir geliebt habe. Ich liebe meine Augen, ich liebe meine Hände, ich finde, ich habe unglaublich schöne Hände. Also, ja. Oh mein Gott, die Farbe passt nicht so zu meinen Händen. Ja, egal.
Ja, und ich finde halt, das muss man sich vor Augen halten, dass man auch für kleine Sachen stolz und dankbar sein kann, die man schon erreicht hat. Es muss nicht immer der 5-Meter-Sprung sein, sondern manchmal sind es auch kleine Schritte, die einen voranbringen. Und egal wie groß oder klein, man kann stolz auf alles sein, was einen weiter voranbringt. Und manchmal geht es auch einen Schritt zurück. Und selbst wenn 2 vor, 1 zurück, 2 vor, 2 zurück, 3 vor, 1 zurück geht, langsam aber sicher geht es immer vorwärts. Naja, ich weiß nicht, wie hilfreich dieses Video war. Ich habe das Gefühl, ich habe mich auch relativ viel verstreut, aber ich hoffe, das Ganze ergibt Sinn. Krass, ich bin bei über 20 Minuten. Okay, das guckt sich eh keiner so lange an. Na gut, aber ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ich konnte euch hiermit so ein bisschen helfen, von euren krassen Zielen da vielleicht einen anderen Blick drauf zu bekommen und es nicht diese Punkte gibt. So, das muss ich abhaken, das muss ich abhaken, dann bin ich glücklich. Nein, zur Glücklichkeit und zur Selbstbewusstsein und Selbstzufriedenheit gehört viel, viel mehr dazu. Seht, probiert das größere Bild zu sehen und guckt nicht nur auf den einen Punkt, nicht nur auf das eine Problem, sondern aufs Gesamtbild. Und was könnt ihr tun, um dieses Gesamtbild so erträglich wie möglich für euch zu machen, sodass ihr zufrieden seid? Weil, ja, ich fange an, mich zu wiederholen. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Es war ein bisschen anders als meine sonstigen Videos, aber es hatten sich viele gewünscht, dass ich ein Thema, Video zu diesem Thema hier mache und das Ganze ungeschnitten und ungefiltert. Ja, ich habe euch ganz sehr lieb. Falls euch interessiert, was mit diesem Look hier passiert ist und was das für Produkte sind, schaltet auf jeden Fall am Dienstag wieder ein. Dienstag 16 Uhr testen wir ein paar neue Produkte und das hier ist das Ergebnis schon mal davon. Also kleiner Spoiler, ist ganz schick geworden. Aber ja, fühlt euch ganz, ganz doll gedrückt und geknutscht und ich würde sagen, wir sehen uns am Dienstag wieder. Tschüss!